Moin Leute, Timex hier. Heute gibt's wieder Clash Royale. Und zwar haben wir ja das dreifache Stechen gegen Henki. Wir haben zwei Challenges hintereinander gleich gut abgeschnitten. Deswegen jetzt dreifacher Gewinn. Ursprünglich habe ich gesagt, ich gebe ihm 40 Euro. SnowRunner ist jetzt schon ewig her. Wenn er jetzt gewinnen sollte, gebe ich ihm 120 Euro. Wenn ich gewinnen sollte, ursprünglich 5 Subgifts, sind jetzt aber auch schon 15. Würde natürlich extrem schmecken. Es ist, die neue Season ist ja da. Prinzenparty ist die Challenge, hat ultra gebockt. Wenn euch das Ganze gefällt, gerne natürlich den Kanal abonnieren. Wir machen ja jede Challenge. Und den Creator-Code Trimax eintragen. Würde ich mich riesig freuen, gerade jetzt zur neuen Season. Der eine oder andere holt sich dann doch den Season Pass. Sehr geiler Support. Okay, scheiße, ich habe dasselbe Deck wie du. Ach sieh, das war so klar. Was soll ich machen? Ich habe keine Karten, Junge. Ja, okay, let's go. Bist du ready? Ich bin ready. Und kämpfen. Boah, ich glaube, mein erster Gegner... mein erster Gegner ist gut drauf, sagen wir so. Ja, meiner ist ein bisschen schwierig gerade, muss ich sagen. Also er nervt mich auf jeden Fall schon. Jetzt haut er mir noch einen Kackbratzen auf den Kopf. LOL, der kriegt noch nicht raus, wie geil. Jetzt muss ich hier schnell cyclen. Ein schneller Cycle ist oft das A und O. Das stimmt, Digga. Kommen die durch für einen Hit? Ist der Turm down? Alter, er muss nochmal komplett attacken. Cheat, Diggi. Der ist durch. Dann attacken wir hier nochmal richtig rein. Die können auch mal schön zurücklaufen, die Noobs. Der fällt auch, der Turm. 2-0 und Game over. 2-0. Ich bin ready. Rein ins nächste Game. Beide 1-0. Digga, wer spielt denn den Ritter? Der spielt total dumm. Der ist so schlecht. Ich hab beide Türme down. Mein Gegner ist so schlecht, ich kann ihn gar nicht berechnen. Ich habe einen 3-Crown-Win. Jetzt schon. Ach komm, du spielst doch wieder gegen die komplette Scheiße. Oh, aber Double Prince links. Oh, einer nur. Tornado spielt der noch. What the fuck? Nur ein. Ja, ja. Ein Princey Prince. Hey, komm nicht mehr durch, Digga, ne? Mit dem jetzt mach ich was Krankes, Ein Angriff links ohne Prinzen. Oh. Ja, trotzdem. Jetzt noch die Prinzen, Digga. Er hat nichts mehr. Guck dir den Magier-Stunt an. Zack, Double-Stunt, Dauer-Stunt gewonnen. Das war so geil. Das war halt Skill. Das habe ich so oft gemacht. Das mache ich immer. Alle denken, jo, der gewinnt mit den drei Prinzen. Aber ich greife dann die Seite an ohne die drei Prinzen. Double-Hexe, Double-Elektromagier. Ist sehr schwer zu verteidigen, wenn ich da noch einen Sepp gut reintime. Der Magier hat nur einen Hit rausbekommen. Das war krass gespielt. GG an mich selber. Nächstes Ready? Game, beide 2-0. Aber es ist bisher ein gutes Match. Interessanter Lightning vom Gegner. Der Turm ist down. Ja, lässig. Ach, erzähl's mir doch. Jetzt geht der Spam los. Kann er nicht mehr handeln. Oh Gott, der Arme. Oh no. Das ist die Double Skeleton Army 3 Crown. Oh, nächstes Game, beide 3-0. Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Gibt's zum Beispiel auch einen Song. Mit dem Fuß. Ich sag's immer Fuß. Bist du bescheuert? Es ist ein Fuchs. Da muss Fuchs noch kommen. Du sagst nur Fuß. Du sagst Fuß immer lauter. Hör auf, Fuß zu sagen. Fuß. Es ist ein Fuchs. Ein Fuß. Ich rede nicht mehr mit dir. Ein normaler Fuß. Du bist so dumm. Du weißt doch nicht mal, was ein Fuchs ist. Holy shit, bist du lost. Gibt's doch auch hier noch einen anderen Song, noch einen weiteren. What does the Fuchs say? Fuß. Diese kleine orangene Katze. Ja, der Fuß. Digga, du nennst ihn einfach Fuß, das ist falsch. Ein Fuß.
Ich rede nicht mehr mit dir. Ich mag nicht mehr. Wir gewinnen die Scheiße halt echt durch Zauber. Jo, Poison, jetzt kommt der Sepp. Ich glaube, der hat dich. Das ist doch sau bitter, oder nicht? Wobei, nee, du hast ihn. Er hat alles auf Zauber gesetzt, Digga. Oh nee, jetzt hat er Poison. Scheiße, oh, Digga. Ist das bitter, das ist halt. Der so Prinz, der bitter. Prinz! Das ist so bitter. Oh, weißt du noch, wo die 7-fach Elixier-Challenge war, wo ich dachte, das ist meine Lieblings-Challenge meines absoluten ganzen Lebens. Und ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind an Weihnachten. Und dann wurde auch immer nur die Zauber beendet. Weiter? Ja. Starker Sepp. Hexe lebt noch. Baby Dragon abgelenkt. Guards laufen weiter. Hexe lebt. Weitere Skelette. Hexe lebt. Ja, Turm 1000 Damage. Ist einfach mal wieder ein absoluter krasser Play. Oh, Turm down. Game geht los. Und 1-0. Die erfreuen sich immer so und werfen den Holz und denken dann, das ist es irgendwie, aber das ist es überhaupt nicht. Jetzt hier vielleicht noch ein Sepp. So, und dann ist es auch der Win. Ja, der war echt scheiße. Okay. Du bist 5-0, ich bin 4-1. Ja. Oh mein Gott, ich hab seinen Turm. Was macht er? Was zur Hölle macht er? Na, was macht er? Digga, er spielt Shit. Er suckt. Lass ihn doch mal. Ja, aber... Ist auch nur ein Mensch. So, aber du tust jetzt so, als wenn er jetzt ein schlechterer Mensch wäre dadurch. Ja, er hat verloren. Er hat so die Oberhand und verliert. Ich hab einen Turm. Ach, lol. Wir waren ja schon in der Overtime. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen, wie gesagt, ne? Ach, Digga, was ist denn los bei dir? Wie stehst du? 6-0? Nächstes Game. Ach, Digga, ich hab richtig einen krassen Typ. Er spielt ein krasses Deck. Er spielt heftig. Ich glaube, an dem ist einfach alles heftig. Boah, meine auch, Digga. Der spielt mit Kobold fast den ganzen Scheiß, Mann. Der geht mir hart richtig doll auf die Nerven, Mann. Was macht der denn? Scheiße. Was ist das Problem, frage ich mich dann wieder, weißt du? Er spielt auch noch einen Golem. Er spielt ein Golem-Deck in der Challenge. Er hat sich so unendlich viele Gedanken gemacht. Zu dem Scheiß-Game, was er jetzt hier gerade macht. Ja, noch ein Tornado. Was hat er mit mir gemacht? Mega Knight, Mann. Bro. What? Missklickt. Scheiße. Was macht der mit mir? Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist in der Challenge. Holy shit. Meiner spielt ein Sepp-Bait-Deck, Digga. Ein Sepp-Bait-Deck. Er hat meinen Turm, Digga. Er hat einfach meinen Turm, Mann. Fucking Sepp-Bait. Oh mein Gott, das Game war nicht von dieser Welt. Ich habe gerade... Digga, habt ihr das bitte alles gesehen? Auf Twitch könnt ihr nicht zurückspulen, aber solltet ihr das auf YouTube sehen, spult gerne nochmal die letzten 30 Sekunden zurück. Was zur Hölle war das denn? Ich bin am King Tower. Kein Mega Knight, Digga. Komm. Yes! Three Crown. Kannst mir das Geld rüberschicken. Das war, glaube ich, mein bestes Game. 2020. Das war mein bestes Game 2020 in Clash Royale. Nächstes Game. Ich bin 6-1, bis 7-0. Gegner spielt Ballon Rage. Ballon Rage Fledermäuse. Ballon Rage. Mit Klon. Ballon. So, ich lieg 1-0 hinten. Digga, der spielt so schlecht. Aber er hatte mich halt mit dem ersten Überraschungsmoment, ne? Ja, Mann.
Habe ihn 3 Crown. Okay, ich habe sein. Ja, so krank. Sehr gut, ey. Ich habe sein Turm jetzt. Wie stehst du? 8-0? 8-0. Matchpoint für dich. Okay, einen Turm habe ich, Digga. So stark wie die Skeleton Army. Magier ist gone. Ich habe die Lufthoheit. Noch ein Zap hin. Ich habe 2 Türme. Ach, halt's Maul. Ich push durch zum dritten. Ich bin am King Tower. Ich glaube, das wird ein 3 Crown. 3 Crown. Let's go. Das kannst du mir doch nicht erzählen, oder? 9-0. Das glaube ich nicht. We got it! Woo! Oh, ist das bitter. Jetzt wird die Niederlage, die ich vorhin hatte. Hab auch ein 3 Crown. Dir zum Verhängnis. Ich habe flawless gewonnen. Er hat nur Damage mit einem Zauber gemacht. Oh mein Gott. Hä, das fasse ich nicht, dass du jetzt 9-0 gehst. Das war das dreifache Stechen. Über Wochen hat sich die Challenge gezogen und du gehst 9-0. So, pass auf. Du weißt, ich bin ein Gamer. Mhm. Ein Gambler. Ja. Mach dein Win. Ja. Wenn ich die bessere Legendary ziehe. Ja. Für dich die Hälfte rauf nochmal und für mich die Hälfte runter. Das heißt, entweder für dich 60 Euro oder 180, wer die bessere Legendary zieht. Boah, was bist du denn für ein Gambler? Du bist ja komplett spielsüchtig. Das wäre dann anstatt 120, 180. Richtig. Oder halt 60. Du bist komplett spielsüchtig. Ah. Uff, uff, uff. Guck dir das mit Defense an. Das ist so wahnsinnig solide. Starkes Geld. Die Army links wieder durch. Der Gegner ist nicht schlecht. Das muss ich ihn natürlich lassen. Digga, der macht das echt nicht verkehrt irgendwie, ne? Nee, das ist nicht blöd. Aber er hat trotzdem komplett verloren. Ja, ja. Ich bin halt auch komplett drin einfach, weißt du? Ja. So, und jetzt hatten wir 3 Games, also 2 Games in Stechen. Und jetzt sowas. Holy shit, Mann. Und jetzt sowas, Digga. Stimmt, wie bitter. Das macht jetzt all die Unentschieden, die wir davor hatten, noch bitterer. Ja. Scheiße. 9-0. Du hast die Challenge gewonnen. Ja. Jetzt hast du die Hälfte des Geldes. Kann ich behalten. Ja. Wenn ich die bessere Legendary ziehe. Richtig. Und wenn du die bessere Legendary ziehst. Musst du nochmal die Hälfte raufhauen. 50% oben drauf. Anstatt 120 Euro könnte ich runterballern auf 60 Euro. Ja. Oder die Leiter springt halt hoch für dich auf 180 Richtig. Euro. Richtig. Wie machen wir das? Wie ist das Ranking? Also, wir hatten das dreifache Stechen. Henki hat gewonnen. Henki 9-0, ich 9-1. Henki bekommt 120 Euro. Jetzt haben wir gesagt, 50%, er ist halt spielsüchtig, 50% obendrauf. Ach, fuck, ich habe geöffnet aus Versehen. Und was Scheiße. Ist es? Lava-Hund. Nee, ne? Weißt du, was das Ärgerliche ist? Na? Ich wollte gerade rüber swipen und sagen, lass das mit Leben machen. Ja, lost. Und wir haben Damage. Jetzt hast du den Lava-Hund. Ja, ja. Okay, also, ja, dann habe ich halt total gewonnen. Das waren ja free 60 Euro. Also nur Holz, Eismagier und Lava-Hund. Das ziehe ich nicht. Das ziehe ich auf keinen Fall. Ich mache auf. Das sind free 60 Euro. Ganz easy money. Ja, natürlich. Du kannst viel mehr der bekommen. Fischer. Das ist der scheiß Fischer. Ich wusste ja. Ich habe mit einem Fischer gewonnen. Weil der Fischer so viel Damage macht. Das Danke, dass du mir das angeboten Schelle hast. Danke, dass du mir das angeboten weißt hast. Weißt du warum? Ich will gerade, ich habe angefangen zu reden, lass das mit Leben machen, das kann man leichter berechnen. Öffne dabei die Kiste und krieg einen Lava-Hund. Übel lost. Junge, damit kriegst du nicht 120 Euro. Vorher haben wir gesagt, Fischer verliert, aber das haben wir gesagt, bevor wir auf Damage gegangen sind. Damit kriegst du nicht 120, sondern nur 60. Okay, Leute. Prinzenparty-Challenge war geil, Challenge mit Henki war auch nice. Schaut bei Henki vorbei, denkt an den Trader-Code Trimax. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein, tschüss.